Aus der Asche erwächst Hoffnung in Jerusalem. Feierlichkeiten zum Beginn der Fastenzeit am Heiligen Grab und im Lateinischen Patriarchat. Der Konflikt in der Ukraine aus Sicht der Christen im Heiligen Land. Die Zeugnisse einiger Christen aus der Ukraine, die in Israel und Palästina leben. Synode. Eine theologische Konferenz für den gemeinsamen Weg. Ein Treffen von Theologen aus dem Heiligen Land in Jerusalem. Gelegenheit zum Nachdenken und Zuhören. Magdala. Franziskaner bereit zur Wiedereröffnung für Pilger. Zwischen neuen Entdeckungen und Wiedereröffnungen bereitet sich die archäologische Stätte der Kustodie des Heiligen Landes auf die Rückkehr von Touristen und Pilgern vor. Judas, der Freund, der Jesus verriet. Eine sechsteilige Reihe beginnt, um einige der Figuren des Evangeliums kennenzulernen, die Jesus in den Tagen seiner Passion begegnet sind. Die erste Folge ist Judas gewidmet. Mit der Feier des Aschermittwochs beginnt für die Kirche ein neuer Abschnitt. Die Fastenzeit ist die 40-tägige Zeit, in der sich die Christen auf Ostern vorbereiten. In dieser Zeit der Gnade sind die Gläubigen eingeladen, einen besonderen Vergleich zwischen ihrem Leben und dem Evangelium anzustellen. In Jerusalem, in der Basilika des Heiligen Grabes, wurde die Messe von Bruder Jakobus Maria zelebriert. Er richtete auch einen Appell an die Gläubigen. Nutzen wir die Fastenzeit zur Umkehr, sagte er. Schauen wir auf unser Leben. Was muss ich verbessern? Was läuft gut? Wohin soll ich gehen? Was ist das Ziel meines Lebens? Jesus möchte, dass wir diese Zeit nutzen, um uns von den unnützen Dingen zu befreien, die uns von Gott und unseren Nächsten trennen. Nach 2 Jahren, in denen es wegen der Pandemie Einschränkungen gab, kann das Heilige Grab heute wieder die vielen Gläubigen empfangen, die zum Beginn der Fastenzeit gekommen sind. Das leere Grab zeugt davon, dass auch in schweren Zeiten die Hoffnung in den Herzen derer, die glauben, lebendig bleibt. Es ist wirklich eine Freude, die uns der Herr durch die Anwesenheit unserer Pilger schenkt. Heute ist ein Moment der Freude und auch der Hoffnung. Das Gebet um bessere Zeiten geht in Erfüllung. Da questo santo luogo il messaggio è sempre lo stesso. Die Botschaft von diesem heiligen Ort ist dieselbe: Hoffnung, Licht, Sieg, Auferstehung. Zu wissen, dass Gott lebendig und mitten unter uns ist, dass er uns begleitet, uns stärkt und dass wir seine Gabe annehmen. Ad accogliere sempre, sempre il suo dono. Vom Lateinischen zum Arabischen. In einem Land mit vielen Völkern geht es weiter durch die Altstadt von Jerusalem zum Lateinischen Patriarchat von Jerusalem. Die Eucharistie vereint die Gläubigen in einer Liturgie, die den Weg zur Versöhnung und Umkehr weist. Die Nächstenliebe erinnert uns daran, dass nicht wir im Mittelpunkt stehen, sondern immer der andere. Wir müssen unsere Augen öffnen und die Bedürftigen sehen, von denen es unzählige gibt. Wir denken an Kriege, an die Armen, an bedürftige Familien. Es ist nicht nötig, große Dinge zu tun, sondern Gesten der Aufmerksamkeit, die uns helfen, uns daran zu erinnern, dass wir nicht die Einzigen sind, die leiden, sondern dass es auch andere Menschen gibt und dass die Nächstenliebe die erste Konsequenz der Begegnung mit dem Herrn ist. Aus dem Land des 5. Evangeliums steigt ein Gebet zum Himmel auf. In beiden Predigten war der Aufruf zur Umkehr präsent. Der vorgetragene Psalm lädt die Gläubigen ein, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Eine Einladung zu einem Leben, das auf das Wesentliche ausgerichtet ist, auf den, der auferstanden ist und das Grab leer zurückgelassen hat. Mein Name ist Viktoria. Ich wurde in der Ukraine geboren. Heute bin ich hier in die Geburtskirche gekommen, um für mein Volk zu beten. Möge der Herr es beschützen. Ich bete zu Gott, dass er dem Krieg in der Ukraine ein Ende setzt und der ganzen Welt Frieden bringt. Wir haben einige Menschen ukrainischer Herkunft getroffen, die in Israel und Palästina leben. للأسف في الوقت الحالي
In der Bevölkerung herrscht große Angst und viele Menschen, darunter auch meine Familie, sind auf das Land geflohen. Leider muss ich 30 Jahre nach der Unabhängigkeit sagen, dass mir das sehr weh tut. Dima wurde in Kiew geboren. Er ist 26 Jahre alt und lebt seit seinem 5. Lebensjahr in Jerusalem, hat aber noch Freunde und Bekannte in der Ukraine. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, öffne ich als erstes die Nachrichten-App und sehe nach, ob Kiew gefallen ist oder noch in ukrainischer Hand ist. Für viele ukrainische und russische Menschen in Israel ist dies seit einer Woche jeden Morgen zur Routine geworden. Plötzlich wurde diese ukrainische Komponente meiner Identität extrem relevant und wichtig, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Plötzlich fühlte ich mich sehr involviert und empfand ein starkes patriotisches Gefühl gegenüber einem Land, das ich als Erwachsener zwar besucht, aber nie bewohnt habe. Am 2. März, dem Aschermittwoch, fand in der Grabeskirche eine Gebetsnacht statt, bei der der Rosenkranz in ukrainischer Sprache gebetet wurde. Danilo ist Seminarist in der griechisch-katholischen Diözese Wien, stammt aber ursprünglich aus Lviv, einer Stadt in der Westukraine. Ein Teil seiner Familie ist dort geblieben. Er ist für ein Jahr zum Dienst in Jerusalem. Wie kann ich dazu beitragen? Wie kann ich für meine Familie, für die Menschen in meinem Heimatland da sein? Langsam wurde mir bewusst, dass es einen Grund gibt, hier in Jerusalem zu sein, an dem Ort, an dem Jesus gestorben und auferstanden ist. Auch die katholische Gemeinde von Nazareth kam zusammen, um für den Frieden in der Ukraine zu beten. Wir haben den Aufruf von Papst Franziskus zu einem Tag des Gebets und des Fastens für den Frieden in der Ukraine angenommen. Wir haben es mit der Einfachheit von Nazareth getan. Ich denke, unsere größte Hoffnung liegt in der Bekehrung der Herzen aller Besatzer, der Russen, der Soldaten, die in unser Land kommen, der politischen Führer. Nur durch Bekehrung und Reue kann es wahren Frieden geben. Theologiestudenten aus verschiedenen Instituten und Charismen trafen sich in Jerusalem zum Nachdenken und Zuhören. Das Treffen wurde vom Studium Theologicum Salesianum organisiert. And that great idea came. Diese wunderbare Idee ist entstanden, weil wir diese weltweite Synode in Jerusalem leben. Und sie ist sehr einfach, zusammenzukommen und gemeinsam über die Umsetzung der Synode in Jerusalem nachzudenken, zu reflektieren und zu beten. Together about the synodal way in Jerusalem. Der Teil der weltweiten Synode, der im Heiligen Land stattfindet, ist wegen der besonderen Identität der dortigen Kirche etwas Besonderes. Synonym für Kirche ist Synode, so sagen es auch die Kirchenväter. Und die Mitglieder der Kirche werden Jünger des Weges genannt. Die Synode ist also konstitutiv für die Identität der Kirche. Hier im Heiligen Land gehen wir diesen Weg gemeinsam, indem wir dem Herrn auf dem Weg nach Emmaus begegnen, in den verschiedenen Pfarreien, Gemeinden, Bewegungen. Wir müssen die Theologie einbeziehen, die das Fundament des kirchlichen Denkens ist, und vor allem unsere Theologiestudenten. Die große Besonderheit dieser weltweiten Synode ist, dass sie mehr ist als eine Bischofssynode, mehr als eine Priestersynode. Der Heilige Vater möchte wirklich, dass alle teilnehmen, ihre Verbundenheit zum Ausdruck bringen, sich voll einbringen und sich im Zentrum der Sendung der Kirche fühlen. Zu den Themen dieser Veranstaltung gehörten die weltweite Synode und der Auftrag der Kirche, hebräischsprachige Christen, Migranten und Vielfalt, Frauen und Ökumene, Jugend und Laien, die Ausgegrenzten und das Zuhören, Lernen. Nadine Bitar wies in ihrer Rede darauf hin, dass, so wie der Glaube ohne Worte wertlos ist, ist das Zuhören ohne Taten wertlos. Wir hoffen, dass die weltweite Synode eine Gelegenheit für die Kirche sein wird,
die Sorgen der jungen Menschen anzuhören und mit ihnen zu gehen, um sie auf den richtigen Weg zu führen und sie aus der Dunkelheit des Lebens herauszuholen, damit sie am Ende des Weges das Licht Christi sehen. Ich denke, dass der synodale Prozess zur Integration und zum gegenseitigen Zuhören zwischen den verschiedenen Teilen der Kirche beitragen kann. Migranten, Asylbewerber und hebräisch sprechende Menschen leben in einer ganz anderen Realität als die allgemeine Wirklichkeit des palästinensischen und jordanischen arabischsprachigen Patriarchats. Und die Synode ist eine Gelegenheit, einander zuzuhören, Brücken zu bauen und uns daran zu erinnern, dass wir in der Tat eine Kirche sind, die berufen ist, gemeinsam zu gehen. Das Thema der Synode ist die Geschichte der Emmaus-Jünger, die mit Jesus gingen, ihm zuhörten und ihn dann verstanden. Ein Beispiel, dem diese Studenten folgen wollen. Die Synode spricht über das Zuhören, insbesondere als die Jünger Jesus Christus auf dem Weg nach Emmaus zuhörten. Wir versuchen, allen Menschen zuzuhören, um herauszufinden, wo die Kluft zwischen der Kirche und den Menschen liegt und was die Ursachen sind. Wir versuchen herauszufinden, wie wir damit umgehen, die Schwierigkeiten überwinden und diese Kluft so weit wie möglich verringern können. يعني نعمل هاي الفجوة أكتر أصغر لتنو نشوف إيش ممكن نوصل ونساعد الشعب لتنو الكنيسة توصل لجميع الأشخاص. Über seine berühmteste Bewohnerin Maria Magdalena wissen wir noch sehr wenig. Aber 2000 Jahre später sind die Entdeckungen in Magdala noch nicht abgeschlossen. Dies beweist die zweite Synagoge aus der Zeit Jesu, die vor einigen Wochen weniger als 200 Meter von der 2009 gefundenen Synagoge entfernt ans Licht kam. Wenn Anbetung und Opfer damals nur im Tempel von Jerusalem stattfanden, ist die neue Entdeckung ein wichtiger Beitrag zur Dokumentation der Funktionen der anderen Synagogen. Die Synagoge ist ein Ort der Begegnung, des Gebets und der Lehre der Tora. Und so gibt es rund um die Synagoge jüdische Gruppen, die wir in Galiläa gut kennen und die sehr wichtig sind, mit denen Jesus bei mehreren Gelegenheiten zusammenkommt, auch rund um den See. Vor der Zerstörung durch Titus im Jahr 67 nach Christus war Magdala eine blühende Hafenstadt mit mehr als 40.000 Einwohnern, berühmt für ihre Fischindustrie und ihre Bäder. Wir gehen auf römischen Pflastersteinen, daher ist es wünschenswert, dass wir daran denken, dass dort, wo wir unsere Füße hinsetzen, die Jünger, der Meister und sogar Maria Magdalena hergingen, da auch Frauen Jesus folgten. In Magdala gibt es drei archäologische Stätten. Die Stätte der Kustodie des Heiligen Landes, die im Schatten des alten Wasserturms liegt, wird bald für Besucher geöffnet sein. Seit einigen Monaten lebt hier eine kleine Gemeinschaft von Brüdern. Wir sind nur zu zweit, aber wir versuchen als echte franziskanische Gemeinschaft zu leben. Unser Dienst hier in Magdala besteht vor allem darin, diesen Ort zu schützen und zu bewahren. Wenn jemand ihn besichtigen möchte, können wir zeigen und erklären, was wir haben, denn dieser Ort ist sehr interessant. Wir haben hier auch einen römischen Platz. Pater Corbo spricht von einem römischen Platz, der später wahrscheinlich zum Quadriporticus eines Gymnasiums wurde. Wir haben also den zentralen Teil von Magdala, der sehr belebt gewesen sein muss, denn in der Nähe des Platzes finden wir mindestens vier Anlegestellen aus der frühen römischen Zeit und weitere Anlegestellen aus der vorhergehenden Zeit, der Hasmonäischen und Herodianischen. Die Stätte muss noch restauriert und gesichert werden, aber wir sind zuversichtlich, dass sie in naher Zukunft ein wichtiger Ort für Besuche sein wird. Denn hier können wir den Mikrokosmos des Sees Genezareth verstehen und damit auch die Entscheidung Jesu, in diese Region Palästinas zu kommen und das Reich Gottes zu verkünden. Il microcosmo che è il lago di Galilea e quindi la scelta che anche Gesù fece di venire in questo questa parte no della della terra di Palestina e annunciare il regno di Dio. Thank you.
Höhle des Verrats ist der Ort, an dem der Überlieferung nach der Kuss des Judas und die Verhaftung Jesu stattfanden. Deshalb können wir sagen, dass die Passion hier beginnt. In dieser Fastenzeit begleitet uns Bruder Enrico Majorano beim Kennenlernen einiger Figuren aus dem Evangelium, die Jesus in den Tagen seiner Passion begegnet sind. Von Woche zu Woche begeben wir uns zu den Orten der Passion. Von Gethsemane, dem Ort, an dem Jesus verraten und gefangen genommen wurde, zum Kreuz und zur Grabeskirche. Wir begegnen zuerst Judas. Aus archäologischer Sicht ist dies der älteste Ort in der gesamten Gegend von Gethsemane. Der Name Gethsemane bedeutet Olivenpresse. Wahrscheinlich war hier eine Olivenpresse in den Fels gehauen. Die Graffiti und Malereien an der Decke zeugen von der großen Verehrung, die diesem Ort seit jeher entgegengebracht wurde. Wir sind am Ende des Kidron-Tals. Dies war ein Ort, den Jesus und die Apostel kannten. In den Evangelien heißt es, dass Jesus nach dem letzten Abendmahl dorthin ging. Und auch Judas kannte diesen Ort, denn Jesus zog sich mit den Zwölfen hierher zurück. Tatsächlich wird dieser Ort auch Höhle der Apostel genannt, um die Vertrautheit zu verdeutlichen, die Jesus hier mit den Seinen erlebte. Auch Judas war 3 Jahre lang mit dem Meister zusammen. Und obwohl er in den Evangelien bald als Dieb und Verräter dargestellt wird, war er in Wirklichkeit jemand, der von Jesus berufen worden war. Einige bezeichneten sie sogar als Höhle der Freundschaft. In diesem Fall die Perspektive von Jesus, der wirklich mit den Seinen beisammen ist, sich von Judas küssen lässt und ihn bis zum letzten Moment Freund nennt. Etwas weiter oben befindet sich der Ölberg. Der Überlieferung nach ist das der Ort, an dem Jesus gebetet hat. Nur einen Steinwurf entfernt befinden sich die Steine, auf denen Jesus Blut schwitzte und die heute das Herzstück der Todesangst-Basilika bilden. Die Evangelien berichten, dass der Satan von Judas Besitz ergriffen hat. Wahrscheinlich eine Art, die Verantwortung angesichts der großen Schuld, die Judas empfand, etwas zu mildern. Jesus selbst fand sogar noch schärfere Worte über Judas. Es wäre besser für diesen Menschen, wenn er nie geboren worden wäre. Judas ist durch seine Begegnung mit Jesus geprägt, im Guten wie im Schlechten. Auch seine letzten Gesten sind alle auf ihn bezogen. Der Versuch, die 30 Silbermünzen zurückzugeben, damit Jesus freigelassen wird, und dann der Selbstmord. Letztendlich glaube ich, dass der größte Fehler von Judas nicht so sehr darin besteht, dass er Jesus verraten hat, das hat Petrus auch getan, sondern sich selbst verraten zu haben. Er vergaß, dass er zuerst von Christus auserwählt und geliebt wurde. Und weil er das vergessen hat, hat er am Ende das Einzige verpasst, was zählt: die Vergebung. Si è perso l'unica cosa che conta, il suo perdono. Im zweiten Beitrag dieser Reihe wird uns Bruder Henry an den Anfang der Via Dolorosa führen, um Pontius Pilatus zu begegnen.